immer, wir gehen mit der Longfin rein und jetzt dieses Mal ans Norddock. Vom Norddock aus dann nach oben zum Flughafen, wo wir das Koks haben. Über den Abwasserkanal dann ins Anwesen rein. Wie immer nachts und mit Schalldämpfern. Sehr schön. Die gewohnte Kleidung da. Nochmals eine Bucht weiter. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit verloren. Hoffe nicht, dass mich das das Genick kostet, aber sollte nicht. Da sieht man es auch schon eingezeichnet, da die Zusatzbeute, die ich holen werde. Gleich nach oben. Dazu brauche ich diese Kiste. Ich will da hochklettern, jetzt mach das gefälligst. So. Also Rekordzeit gibt es nicht, aber spielt keine Rolle, weil hier habe ich jetzt beides zusammen. Ich werde so oder so relativ schnell sein. Das reichen sollte, ich muss ja nur unter 15 Minuten sein. Unter 15 Minuten bleiben. So, und bereits kann ich wieder zum Boot zurück. Tasche ist bereits voll, ich kann nirgendwo anders mehr jetzt Zusatzbeute einladen. Gleich zum Boot zurück. Und dann auf schnellstem Weg runter zu El Rubia. Wie immer auf dem Wasserweg. Weil das schnell viel schneller ist als der Überland. Und vor allem hier werden wir sicher nicht entdeckt.
So, jetzt das Gitter aufgeschweißt. Erledigt. Da reintauchen und eben hier immer wichtig Atemmaske anhaben. Das Sauerstoffgerät, das Atemgerät. Und geschafft. In der Compound drin bereits. Geht es darum, dass ich den Schlüssel finde, die eine Guard trägt für den Keller, dass ich da direkt in den Keller kann. Das ist nicht dieser Schlüssel, aber den nehme ich jetzt auch mit. Den brauche ich gar nicht. Ich gehe nur am Tresor im Büro und dann mit dem Schlüssel direkt in den Keller. So, Munition mitgenommen und jetzt hier. Schlüssel nicht. Nach oben, um zu triggern, dass die Guard rumläuft. Die Guard unten killen, weil die hat sehr oft den Schlüssel. Jawohl. Schlüssel haben wir. Jetzt gehe ich nach oben. Leere den Safe. Das gibt auch nochmal 70 bis 80.000. Nochmals Ersatzmunition. Rein zum Safe. Bitte schön. Die Karte brauchen wir nicht. Ich gehe direkt nach unten. In den Keller, weil dort ist das geht's schneller. Ich bin schneller drin. Muss weniger hacken, jetzt hier geht es mit dem Schlüssel rein. Die nächste Tür muss dann aufgehackt werden. So, jetzt kommt's hacken. Jetzt müsste ich dasselbe nochmals. Und erledigt. So, der Rest ist einfach. Da ist er, der Pink, der rosa-rote Diamant, der Pink Diamond. Ein Riesenteil. Genießen wir diesen Anblick. Sehr schön. Parken die und raus, raus, raus. Ja.
eine Anspielung auf Liberty City. War da gerade. Und raus. Also zum x-ten Mal und jedes Mal stößt er da wieder an dasselbe Problem, dass er nicht begreift, dass er hier einfach den Knopf drücken muss. Und jetzt wieder direkt ins Meer. Nein, ich habe die Taschen bereits voll. Und im Meer werde ich dann wieder abgeholt von einem Boot. Sobald ich da beim Walskelett angekommen bin. Wieder das Atemgerät an. Und weggetaucht. Und da hinten ist das Skelett, dort ist die Mission vorbei. Von der Zeit her, ja, 13 Minuten würde ich, nein, 12,5 Minuten. Ich war nicht so dermaßen schnell, aber schnell genug, es muss unter 15 Minuten sein. Die schätzen 12,5. Habe ich da ein paar Mal verstolpert am Anfang. In der Compound im Anwesen drin ist ja alles gut gelaufen. Wir werden es gleich sehen. Sicher alle Bedingungen erfüllt, die Tasche war voll, maximal gefüllt, wie ich das alleine, also besser geht's nicht alleine. Ich wurde nicht entdeckt und es war unter 15 Minuten. Millionen, unglaublich. 11 Minuten 52 war schneller als erwartet. Es kommen nochmal 100.000 dazu. Genau. 1,8 Millionen. Ausbezahlt davon bekomme ich dann 1,7 Millionen ungefähr, weil ich ja noch da an Auftraggeber Dinge abgeben muss. Also den Elite-Bonus, den bekomme ich gar nicht ausbezahlt, aber 1,7 Millionen Beute. Das ist erfreulich, dafür, dass ich da 15 Minuten beschäftigt war. Gut, mit der Vorbereitung gestern eine Stunde oder so, eine Stunde und 15 Minuten. Ja, das war's wieder mal. Gaio Perico mit der maximalen Beute, mit dem rosaroten Diamanten, Pink Diamond und Koks als Zusatzbeute und den Tresor geleert. 1,717 Millionen.